Hallo, ich bin Nico. Ich bin Daniel. Und wir haben zusammen Bottlecrop entwickelt, um den Menschen mit weniger grünem Daumen trotzdem essbares Glück auf die Fensterbank zaubern zu können. Wir beschäftigen uns beruflich mit hydroponischem Anbau, also der modernen Produktion von Obst und Gemüsen. Bottlecrop ist der Salat, der auf der Flasche wächst. Wir haben da mal was vorbereitet. Das ist unser Bottlecrop, besteht aus einer Umverpackung aus Karton, einer eingebauten Flasche und zusätzlich noch einige andere Komponenten wie ein kleiner Trichter, der oben aufgesetzt wird, Erdpresslinge, Saatgut und alles, was man für eine erfolgreiche Produktion braucht. Was jetzt erstmal so einfach klingt, einen Salat aus einer Flasche wachsen zu lassen, ist gar nicht so einfach. In Wirklichkeit haben wir 4 Jahre dafür gebraucht, haben über 40 Salatsorten getestet, mussten die Nährlösung aufeinander abstimmen und auch mehrfach Materialien testen. Jetzt könnte man sagen, man nimmt einfach eine normale Flasche, die man sowieso zu Hause hat. Das Problem ist, es braucht ein ganz bestimmtes Volumen. Die Öffnung oben muss groß genug sein, damit der Salat durchpasst. Und man muss natürlich hineinschauen können. Crowdfunding-Kampagnen sind tatsächlich etwas aufwendiger, als man erst denkt. Die erste Hürde ist, selbst ein Video zu gestalten. Ich gebe zu, da haben wir noch Verbesserungspotenzial nach oben für das nächste Video. Ganz wichtig ist vor allen Dingen der Dialog mit den Fans. In Videos, in Fotos, im Blog den neuesten Stand der Projektentwicklung darstellen. Unser Crowdfunding neigt sich ja nun dem Ende entgegen. Es sind nur noch wenige Tage, um das Crowdfunding-Ziel zu erreichen. Und bislang sind wir sehr zufrieden mit der Rückmeldung, die wir bekommen haben. Schaut heute noch bei dresdendurchstarter.de/bottlecrop vorbei und sichert euch euer Dankeschön. Verschenkt ein Bottlecrop an eure Lieben zu Weihnachten mit unserem Christmas Special, sichert es für eure Fensterbank oder verschenkt es an eine Schule als Klassensatz. Also dann, los geht's! Wir haben noch jede Menge anderen Ideen im Kopf und ihr dürft schon gespannt sein auf unser nächstes Projekt, das wir bestimmt im nächsten Jahr starten werden.